Guten Morgen YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich esse heute einen Tag lang nur Weihnachtsessen. Könnt ihr euch was Schöneres vorstellen? Ich mir auch nicht. Das Video ist inspiriert von Willi und Arthur, die das vor ein paar Tagen gedreht haben. Ich war übrigens auch da. Milo? Milo, du darfst nicht auf den Tisch. Milo. Untere. Du darfst nicht auf den Tisch. Ihr wisst, ich bin riesen Anna-Luisa-Fan. Und Anna-Luisa hat momentan den größten Sale des Jahres. Deswegen wollte ich euch zeigen, was ich bekommen habe. Und der Sale ist ziemlich cool, weil ihr könnt ein Schmuckstück kaufen und das zweite bekommt ihr dann 40% günstiger. Ich liebe diese Säckchen allein schon über alles. Wow. Dieser Ring, ich finde diesen Ring wunderschön und außerdem ist halt voll cool, dass der hinten so ein bisschen offen ist. Was bedeutet, dass man die Größe selbst einstellen kann quasi. Wow. Hope, love. Okay, let's go. Boah, sind die schön. Ja, und das Allerbeste an Anna-Luisa ist, dass es nachhaltiger Schmuck ist, dass sie nur vernünftige ethische Ressourcen verwenden und Anna-Luisa ist CO2-neutral, also... Mehr geht nicht, ne? Ja, eben, das wollte ich gerade auch sagen. Den Link zu Anna-Luisa findet ihr in der Beschreibung und ich habe es im letzten Video schon gesagt, für mich ist es das perfekte, wirklich perfekte Geschenk für sich selbst, aber auch für andere. Schaut auf jeden Fall vorbei, der Versand ist auch immer sehr, sehr schnell. Dann wollte ich euch noch ganz kurz sagen, wie viel die einzelnen Teile, die ich jetzt gerade habe, kosten. Und zwar kostet der Ring 49 Euro, die Kette 98 und die Ohrringe 74 Euro. Schaut euch das Ganze auf jeden Fall mal an, das sind sehr, sehr hochwertige Materialien. Ich glaube, alles, was ich habe, ist goldlegiert mit 14 karätigem Gold, wenn ich mich nicht irre. Was auch noch sehr, sehr cool ist, ist, dass die Sachen hypoallergen sind. Also damit habt ihr dann auch keine Probleme und ich würde sagen, erste Mahlzeit. Gut aus. Die erste Mahlzeit sind natürlich, wie soll es auch anders sein, Brammy Bowls Donuts. Aber Brammy hatte, ich hatte es nicht mal so richtig vor diesmal, muss ich sagen, aber Nick meinte so, boah, die Specials sind schon krass gerade und sie sind krass. Wir haben hier Vanillekipferl, Bratapfel, gebrannte Mandeln und Lebkuchenkirsche. Hallo? Okay. Mit was möchtest du anfangen? Weißt du was? Ich hole mal ein Scrunch und mach mein Haar weg. Nee. Oder ich nehme diesen Haarreif. Ja, den muss ich. Jetzt stell dich. Wow. Vanillekipferl gerade. Boah, ich sag dir, du wirst dich auf diese Frucht freuen. Du weißt, wer Rigi schon länger folgt auf diesem Kanal weiß, wie sehr wir fruchtige Donuts lieben. Und mit wir meine ich. Machst du auch? Mhm. Da draußen joggen gerade Menschen und wir essen hier Donuts. Ja, faire Aufteilung, ne? Aber wir machen auch Sport. Wir machen auch Sport.
Yoga. Yoga. Das ist kein Sport. Warum wiederholst du alles? Fairerweise, ich habe schon alle vier probiert. Wir hatten die neulich bei der Arbeit geholt. Ich noch gar keinen davon. Und Rigi noch keinen. Das war, ich weiß, was mich erwartet. Rigi weiß es noch nicht. Wuhu. 3, 2, 1. Oh my goodness. 9. Mmh. Du? Lass mich mal kommen. Ne. Das sind wirklich einfach richtige Vanillekipferlstücke drauf. Wir müssen uns aber aufpassen, dass wir es nicht so lange machen wie ein Taste Test, ne? Ja. Ja, 9. Okay, dann jetzt Frucht. Gingerbread oder Bratapfel? Ginger. Ja, hätte ich auch gesagt. Nimm du dir zuerst. Oh my goodness. Oh, what? Wow. Wow. Hier ist Lebkuchenzeug. Ich war noch nicht bei Cherry. Boah. Oh mein Gott. Das ist die Weihnachtsversion von der Schwarzwälder Kirschtorte, falls ihr euch... Haben wir die gefilmt? Kurz. Dann ist jetzt... Mandel. Mandel, gebrannte Mandel dran. Oh, ich liebe gebrannte Mandel. Wir machen heute welche selbst. Wir machen heute welche. Warte, ich bin noch nicht so weit. Aber ich... Oh, shit. Oh mein... Ne? Oh mein... Ich kann jetzt schon sagen, das ist die beste Viererbox, die wir jemals hatten, weil die sind alle. Mhm. Also die. Platzierung auf 3. 2, 1. 19! 9! 19? Weiß nicht. Eigentlich sind alle eher 10 als 9. Also wie soll man es besser machen? Also was fehlt zu 10? Wait for the last. Außen Brat und innen Apfel, sag ich dir. Bist du bereit? Was soll das bedeuten? Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich bin bereit. Alles gut. Gut, ne? Unglaublich. Nee, aber ich korrigiere mich, alle sind 10. Niklas hat hier schon einige Dinge vorbereitet für die zweite Mahlzeit. Und zwar Apfelrotkohl. Und Leute, es riecht hier gerade schon so weihnachtlich. Das ist so nice. Dann. Wait a minute. Second. Knödel, Mini-Knödel. Probieren wir mal aus. Weil, warum nicht? Und dann machen wir jetzt. Ah, nee, hier haben wir noch etwas sehr Besonderes. Nick hat nämlich eine vegane Pilzrahmsoße gemacht. Wow. Die wir mal ein bisschen runterdrehen am besten. Ja. Wow. Und normalerweise, oder was heißt normalerweise, die letzten 2 Jahre? Oder hatte ich die Ente nur einmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es bei Vegans vegane Ente, die man kaufen kann, einfach anbraten und es schmeckt super, super geil. Kann ich empfehlen, falls ihr das aber nicht da habt. Wie wir jetzt. Machen wir diese große Liebe, Cordon Bleus. Ganz ehrlich, ich find's weihnachtlich, weil Käse richtig deftig und I love it. I love it, I love it. Und die gibt's seit wie vielen Monaten vegan? Noch nicht so lange, ne? Nee, aber dafür haben wir den Umsatz wahrscheinlich schon ganz schön angekurbelt. Und ich habe eine neue, wir haben eine neue Servierpfanne von Nicks Eltern zu Nikolaus bekommen. Wunderschön, oder? So schön, macht so Spaß damit. Leute, das Thumbnail haben wir gerade gemacht. Manchmal geht's so schnell, meistens aber nicht. Ich bin nie zufrieden. Niklas auch nicht. Ich hoffe, euch gefällt das Thumbnail. So, Knödel. Knödel, Knödel, Knödel. Mit dieser wundervollen Rahmsoße, die. Es riecht so unglaublich. Unglaublich sogar. Mmh. Schmeckt's dir? It's Christmas in my heart, direkt. Oh, schön. Ich liebe Knödel. Über alles, wirklich. Welche mögt ihr lieber? Diese weißen Kartoffelknödel oder Semmelknödel? Semmelknödel. Ich mag die weißen lieber, wenn ich ganz ehrlich bin. Echt? Mhm. Boah. Mhm. Spontan. Ich meine, sportliche Antwort. Nicht spontan. Okay. Apfelrotkohl. Mmh. Mmh. Oh! Hat ja mehrere Facetten gehabt. Ja, der ist voll lecker. Welcher ist das? Apfelrotkohl. Aber welcher? Aus dem Eis. Aus dem Eis, mhm. Weil manchmal schmeckt mir Apfelrotkohl zu sauer, aber der ist so richtig lecker. Vielleicht wegen dem Apfel. Mm. Ja, aber der ist ja lecker. Ach so, ich dachte, der Rotkohl findest du sonst zu sauer und mit Apfel ist... Nein, sonst ist... Also, okay. Sonst mag ich ohne Apfel lieber, aber heute etwas. Und jetzt unser geliebtes... Cordon Bleu mit
und Preiselbeeren. Mm. Boah, das ist ein perfektes Weihnachtsessen, ich bin ehrlich. Vielleicht mache ich das dieses Jahr an Weihnachten doch genauso. Obwohl, vielleicht beides. Ente und Kolumbe. Mit den Preiselbeeren. Das macht so festlich. Ich habe schon gedacht, dass es lecker wird. Aber so lecker, ich wusste nicht, was da passieren wird. Frage an meine veganen Freunde, Freundinnen. Was esst ihr an Weihnachten? Schreibt bitte in die Kommentare. Inspiration für uns alle. Und ich habe eine Idee. Und zwar würde ich voll gerne einen Teil 2 von so einem Video machen. Einen Tag nur Weihnachtsessen. Aber ich fände es richtig cool, wenn ihr mir Rezepte, also wir haben das ja schon mal gemacht, ihr schickt mir Rezepte und ich teste sie. So ein Community What I Eat in a Day quasi. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Weihnachtsrezepte, gerne Frühstück. Alles, was ihr an Weihnachten so esst, vegan. Am besten auf Insta als DM mit Rezept. Und dann ist das mein nächstes Video. Und Leute, diese Pilzsoße. Genial. Nick hat die, glaube ich, gemacht, indem er so... Von Lidl waren diese aus dem Eis, diese Pilze, ne? Also, kann natürlich alle. Gerade so eine Festtagspilzmischung von Lidl, immer diese schwarz-weiße Gourmet-Verpackung. Mm. Davon Pilze. So lecker. Und dann? Alpro-Soja-Rahmsoße. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, noch ablöschen mit Weißwein oder mit Chantrey. Aber es schmeckt auch so gut. Und was noch wichtig ist für die Pilze, Estragon. Das ist das heimliche Pilzrezept. Oh, Gewürz. Pilze und Estragon ist wirklich. Ja. Absolute Favorite Kombi. Ich würde sagen, essen wir mal und wir sehen's. Meine Gedanken sind heute zu schnell für meinen Mund. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Mahlzeit. Letzte Mahlzeit, beziehungsweise die zwei letzten Sachen. Und zwar machen wir jetzt gebrannte Mandel und Bratapfel. Mega weihnachtsmarktmäßig. Ich freue mich sehr. Das Bratapfelrezept ist original von meinen Brüdern, das mache ich genauso nach, nur eben komplett vegan. Also, ja. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Nein, wir legen noch nicht los. Eine Sache noch, bevor wir loslegen. Und zwar habe ich noch eine Geschenkidee für euch. Und zwar gibt es bei mir auf der Homepage Yoga-Gutscheine. Und diese Gutscheine sind für alles gültig, was ich so anbiete in Sachen Yoga. Yoga-Klassen, Retreats, Workshops, Privatstunden, 1:1-Klassen. Alles, ihr könnt euch einfach euren Betrag aussuchen und das war's auch schon. Auf die Mandeln kommt dann der Zucker und Wasser. Wir versuchen das gerade zum ersten Mal. So, don't judge us. Genau. Ja, es war viel Wasser, na und? Ich glaube nicht. Das ist experimentelles Kochen hier im Haus Engelhardt. Vielleicht war das doch zu viel. Ach, das wird verdampfen. Ach, ganz ehrlich, Mandeln und Zucker kann nur lecker werden. Während das hier jetzt vor sich hin brödelt, heißt das brödelt? Brodelt. Brodelt. Machen wir. Irgendwie ist das echt schon spät. Aber eigentlich ist es nicht mal so spät. Bratäpfel. Bratäpfel. So, dafür brauchen wir Äpfel. Die müssen jetzt erstmal aushöhlen. Und die kommen dann in den Ofen. Unsere Mandeln, wie gesagt, brodeln. Machen wir gleich noch ein paar Zutaten dazu, die noch fehlen. Genau. Und das Wasser, was zu viel ist, verdampft einfach. Genau, easy. Und den Apfel haben wir ausgehöhlt. Das ist quasi so ein Deckel, den wir einfach haben. Und dann hier ganz normal. Ich weiß, dass ich in Paderborn zu Hause damals so ein extra Ding hatte, womit man den Strom total gut rausmachen konnte. Wir haben es jetzt mit einer Mischung aus Löffel und Messer gemacht. Ich glaube, so ein Gerät könnte man sich wieder anschaffen, oder? Ja, ist praktisch. Ja. Okay. Jetzt den Ofen an und genau, der ist nämlich schon vorgeheizt. Wir haben ihn nur wieder ausgemacht, weil er ganz schön lange am Vorheizen war. Oh my goodness, es wird gleich zu spät sein, hat Niklas gesagt. Für Vanille, ja. Zucker und Zimt. Es wird gleich zu spät sein. Oh my goodness. Oh, nicht geil. Mmh. Oh, riecht das gut! Das riecht richtig gut. Du aber noch Salz. Ich brauche noch so eine gute Portion Salz. So? Was willst du sagen? Ja, ist ein bisschen viel, aber hau rein.
Du hast auch letztens, oder ich weiß nicht, irgendwer von uns hat gesagt, dass Verliese von Mozart ist. Ja. Und es hat ganz schön lange gedauert, bis mir eine sehr nette Person drunter geschrieben hat, dass das absolut falsch ist. Natürlich ist das falsch. Wir haben beide einfach, also ich studiere ja sogar noch Musik, Niklas ebenfalls. Und wir haben sowas gesagt, das ist schon... ganz ja, es ging für alle Kontextfragenden, es ging um die sogenannten, wie heißen die? Elisenlebkuchen. Und ich habe auch herausgefunden durch euch, dass es tatsächlich daran liegt, also der Name kommt tatsächlich daher, dass die, dass da kein Mehl drin ist, sondern dass das so nussig ist. Und nach diesem kurzen Exkurs sieht es hier schon ganz schön bröselig aus. Ja, aber... alle sagen doch, dass das normal ist. Ja, natürlich. Das ist, man will ja auch, wenn die gekühlt sind, dann will man die ja auch so kristallin. Okay, weiter geht's. Freust du dich drauf? Ja, sehr. Ich hoffe, es wird so lecker wie bei den Jungs. Was machen wir noch rein? Genau, was ich nämlich mega cool und schlau fand. Die Jungs haben Skier da reingemacht, also bei mir nicht. Weil wir hatten keinen veganen Skier. Aber wir haben jetzt natürlich... also der Klasse und ich, veganen Skier geholt. Von Alpro, und, ne? Ja, und ich finde das total schlau, dass man so ein Essen noch mit sowas aufpimpt und so quasi noch mehr Protein reinbekommt. Ich finde es genial. Unsere Äpfel sehen ein bisschen platt aus, weil wir sie nicht in einer Auflaufform getan haben. Nicht schlimm. Temperatur ist doch der Grund, oder? Länge. Ich finde, die sehen, also besser können die nicht aussehen. Ernsthaft. Und doch, guck mal, das geht. Aber ich liebe Donuts, das sehen aus wie so Apfeldonuts. Dann. Sultanin. Wenn ihr wissen wollt, woher die Sultaninen ihren Namen haben, dann schaut bei Engelhardt Fitness vorbei. Arthur erklärt das ziemlich einprägsam. Und was ich jetzt noch mache, zusätzlich, ist Cinnamon? Mandelbutter drauf. Boah, okay. Das nimmt hier Ausmaße an. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do. Yummy! Ich würde sagen, essen wir mal, oder? Was ich bei mir noch mal probiere. Wir haben im Edeka diesen Ginger-Sirup gefunden. Ingwer-Sirup. Und den mache ich so ein bisschen an eine Seite, weil es mich echt interessiert. Weil ich mag sowas immer. Obwohl, das ist dein Teller, ne? Ja, ist gut. Okay. Ja, und... das ist einfach zu heiß oder zu lange drin gewesen. Der ist wie Butter. Ja, echt? Ja. Das ist voll geil. Besser geht's doch gar nicht. Ja, ja, nee. Natürlich. Okay. Ich hab Angst, dass es heiß ist. Mmh. How is the fish? Lecker. Ja? Yeah? Mhm. Sehr. Schmeckt aber eher bei uns jetzt nach Apfelkompott. Das ist doch Hammer, ich liebe Kompott. Ja, ja, das ist so Hammer. Das ist alles extra gewollt. Boah, dieses Setting mit den Weihnachtskerzen, Adventskerzen, so schön. Ich will mal hier mehr von dem Skrr. Riesenempfehlung Vanilleskier dafür. Wow! Wow, wow, wow! Es ist so, gibt es nicht irgendwie so eine Apfel-Vanille-Kombi? Apfelstrudel mit Vanilleeis oder sowas? Ist das nicht so gang und gäbe? Ja, stimmt ja, doch. Genau, daran ist so diese Geschmackskombi angelehnt. Wow. Und es ist super lecker. Und Moment, ich sehe hier gerade diesen Sirup. Ginger-Sirup. Wow. Ist das scharf oder wie scharf? Gar nicht scharf. Ja. Ingwer-Geschmack, ganz süß. Ingwer-Geschmack und so. Wow! Ich hole mir aber, glaube ich, noch mehr Skier und pumpe den drauf. Boah, das ist geil. Super lecker. Leute, das war's schon. Ich würde sagen, wir machen den alkoholfreien Glühwein in Teil 2, oder? Ja, und da verrate ich auch nicht. Nein, ich verrate jetzt schon, wo ich den her habe. Generell habe ich jetzt schon mich so ein bisschen durch alkoholfreien Wein probiert. Bis jetzt kommt noch keiner wirklich an echten Wein ran. Aber, da ich zurzeit keinen Alkohol trinke, ist es für mich tatsächlich eine mega geniale Alternative und am besten schmeckt der von Lidl. Wir hatten dort einen roten, einen weißen und
den Glühwein, oder? Der Glühwein, da muss ich sagen, merkt man kaum Unterschied. Der ist wirklich einfach, der ist so gut, der ist so gut. Und das gibt es, glaube ich, nur bei Lidl online. Und ansonsten die anderen Weine auch sehr, sehr lecker. Ich hatte auch mal einen aus Edeka, irgend so ein 10 Euro Weißwein, alkoholfrei. Der war gar nicht so. Der war nicht gut. Also Lidl, ja, okay. Ansonsten war es das mit diesem Video. Vergesst nicht, Ana Luisa abzuchecken. Ich bin absoluter Fan. Ich liebe diesen Schmuck über alles. Außerdem, liked mein Video, abonniert meinen Kanal, schaut in meinem Yoga-Studio vorbei und ich freue mich aufs nächste Video mit euch.